Nächster Redner Albert Steinhauser, ebenfalls Justizsprecher bei den Grünen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, das Justizbudget ist insofern von einer Eigenheit getragen, dass es einen sehr hohen einnahmenseitigen Budgetierungseffekt hat. Kaum ein Ministerium nimmt so viel ein wie das Justizministerium und deckt damit auch die eigenen Ausgaben ab. Das hat einen Grund, nämlich die hohen Einnahmen aus Gebühren und Strafen. Das klingt sozusagen jetzt einmal vordergründig sehr erfreulich. Wenn man sich aber diese Zahlen genauer anschaut, dann merkt man, dass bei den Gebühren um 300 Millionen mehr eingenommen werden, als die Gerichte tatsächlich kosten. Und wenn man weiß, dass die Gerichtsgebühren eigentlich dafür sind, dass die Rechtsschutzsuchenden auf der anderen Seite eine Leistung bekommen, dann entsteht natürlich dadurch ein Missverhältnis, weil die Rechtsschutzsuchenden eigentlich mehr zahlen, als sie am Ende an äquivalenter Gegenleistung für die Gebühren bekommen. Jetzt kann man sagen, meine Güte, das kommt halt der Justiz an anderer Seite zugute. Es ist aber schon ein Problem, weil die eigentlich logische Konsequenz wäre eine Gebührensenkung, um auch Hürden beim Zugang zum Recht zu beseitigen, was aber nicht möglich ist, weil eben die Justiz diese Querfinanzierung aus den Gebühren in anderen Bereichen braucht, wie beispielsweise im Strafvollzug. Und das ist ein eklatanter Missstand beim Justizbudget, der eine Ursache hat. Und diese Ursache liegt auf der anderen Seite darin, dass sehr, sehr wenig Mittel aus dem allgemeinen Budget, also aus den Steuereinnahmen, für die Justiz budgetiert werden. Das heißt, der Druck, die Gebühren hochzuhalten, ist groß, weil sonst eine Lücke im Justizbudget besteht, die der Finanzminister nicht mit anderen Steuermitteln bedecken will. Wenn man sich anschaut, wie viel Prozent die Justiz von ihrem Budget selbst erwirtschaftet, dann sind es 75% und nur 25% des Budgets kommen aus diesen allgemeinen Finanzmitteln. Aber damit, die Gebühren sind so hoch, das ist der logische Schluss, und die geringen Finanzmittel, genau das habe ich gesagt, sind der Druck, dass die Gebühren hoch bleiben. Aber es gibt ja sozusagen noch eine Zusatzfacette. In Wirklichkeit dienen die Gebühren als eine Art Cash-Cow fürs allgemeine Budget. 2016 sind, Herr Minister, korrigieren Sie mich, wenn die Zahl falsch ist, aber ich habe sie so in Erinnerung, 164 Millionen aus dem Justizbudget ins allgemeine Budget geflossen, da auf Betreiben des Finanzministers Justizrücklagen aufgelöst wurden, Rücklagen, die in der Regel durch Gebühreneinnahmen, durch höhere Gebühreneinnahmen gebildet wurden und haben Budgetlöcher an anderer Stelle gestopft. Auch heuer, 2017, greift der Finanzminister wieder ins Justizbudget, indem er sich die Kartellstrafen sichert. Das heißt, dieses Geld fehlt am Ende wieder dem Justizbudget. Und das ist natürlich problematisch, wenn man hergeht und Gebühren und Strafen quasi als Cash-Cow zum Stopfen von Finanzlöchern und Budgetlöchern verwendet. Und die Folge ist, dass Sie im laufenden Budget selbst auch noch Rücklagen auflösen müssen, damit Sie den laufenden Betrieb finanzieren können. Und das finde ich dann zusätzlich problematisch, weil Rücklagen kann man auflösen, das funktioniert einmal, zweimal, aber spätestens im Jahr 2019, wenn nicht schon 2018, werden Sie diese Rücklagen nicht mehr auflösen können, weil es keine Rücklagen mehr gibt. Und spätestens dann wird es auch im Justizbudget ein doch noch einmal massiveres Finanzierungsproblem geben. Und ich bedauere auch diese Rücklagenauflösung, weil Sie eigentlich angekündigt haben, zwar schon, dass Sie Rücklagen auflösen wollen, aber dass Sie diese Rücklagen auflösen wollen, weil Sie im Strafvollzug eine Bauoffensive starten wollen. Jetzt mag das teilweise auch in diesem Budget der Fall sein, aber die große Bauoffensive sehe ich eigentlich nicht. Und die Bauoffensive wäre aber notwendig, wenn man sich die Situation im Strafvollzug anschaut. Der Großteil der österreichischen Justizanstalten sind alte Klöster, die nie als Strafvollzugsanstalten konzipiert waren und eigentlich für einen modernen Strafvollzug vollkommen ungeeignet sind. Und daher haben wir auch in den Justizanstalten massive Probleme. Wir haben einen Überbelag, wir haben hohe Einschlusszeiten. Durch die hohen Einschlusszeiten, es ist schon gesagt worden, haben wir relativ hohe Übergriffe. Wir haben eine sehr geringe psychiatrische Versorgung. Wir haben eine geringe Beschäftigung. Jetzt kann man sagen, okay, was interessiert es die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Die wollen nicht viel für einen Strafvollzug ausgeben. Man darf aber nie vergessen, dass ein qualitativ hochwertiger Strafvollzug der beste Beitrag zur Resozialisierung sind und damit eine geringe Rückfallswahrscheinlichkeit auch wieder den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt. Diese Bauoffensive in einem großen Stil, wenn man sich die österreichischen Justizanstalten anschaut, in einem 5- oder 10-Jahresplan sehe ich nicht.
vielleicht planen Sie sie. Ich sehe nur die Budgetmittel dafür nicht, wenn Rücklagen einerseits durch den Finanzminister aufgelöst werden, beziehungsweise Sie auf Rücklagen zurückgreifen müssen. Daher glaube ich, dass diese Budgetierung mittelfristig große Probleme schafft und es nicht akzeptabel ist, dass das Justizbudget das Einnahmen lukriert, was gut ist, als Cash-Cow herhalten muss. Insgesamt wird da immer argumentiert im Parlament, das gesamte Budget ist getragen vom Gedanken, mehr Sicherheit zu schaffen. Ich sehe nur ein massives Missverhältnis, weil bei Polizei und bei Bundesheer, da wird relativ locker das Geld ausgegeben. Die Militärblasmusik ist wieder in voller Mannstärke hergestellt. Wenn das das subjektive oder objektive Sicherheitsgefühl stärkt, bitte. Ich habe gehört, im Bereich der Polizei überlegt man, Polizeimusikkapellen zu gründen, damit man das Geld ausgibt im Rahmen der Sicherheitsoffensive. Nur ein Bereich hat gar nichts bekommen und das ist der Strafvollzug. Kein Cent dieser Sicherheitsoffensive geht in den Strafvollzug, obwohl dort massiver Handlungsbedarf ist. Und gerade auch unter dem Gesichtspunkt Syrien-Rückkehrer, Dschihadismus, dringender Handlungsbedarf gegeben ist, weil wir dort eine Personengruppe haben, der man eine erhöhte Aufmerksamkeit widmen muss, Stichwort Radikalisierung, nämlich indem man Deradikalisierungsarbeit leistet und Präventionsarbeit leistet, damit die Gefängnisse nicht zum Hotspot von Dschihadisten werden. Das hat man komplett vergessen. Okay, Innenminister Sobotka gründet Polizeimusikkapellen, das ist ein sicherheitspolitischer Schwerpunkt. Ich hätte das Geld lieber im Strafvollzug gesehen. Ja, hallo, ich finde es auch völlig richtig, inzwischen rufen Kollegen der ÖVP, das versteht niemand, dass eine Polizeimusikkapelle gründet, während der Strafvollzug nichts bekommt, obwohl wir wissen, gerade im Bereich der Dschihadisten, dass Gefängnisbiografien entscheidend sind für die Restrukturierung solcher Terrorgruppen. Das interessiert aber niemand, weil der Strafvollzug ist halt weniger populär, als wenn die Polizeimusik durch Österreichs Ortschaften wandert. Sehr geehrter Herr Justizminister, ich muss Ihnen zugutehalten, dass Sie in vielen Punkten bemüht sind. Ich glaube nur, dass dieses Budget mittelfristig für Sie ein Problem werden wird, weil ich weder die Bauoffensive sehe, noch, wenn Sie jetzt Rücklagen aufdecken muss, eine längerfristige Sicherung dieses an sich sehr hohen Qualitätsstandards. Dankeschön. Wie einer seiner Vorredner von der FPÖ kritisiert auch Albert Steinhauser von den Grünen die hohen Gerichtsgebühren. Teile dieser Gebühren würden als Cash-Cow sogar ins allgemeine Budget fließen und dort Löcher stopfen.